Herzlich willkommen auf meinem Kanal Lady Berry. Das ist heute ein Wunschvideo. Viele fragten mich, welche Parfüms benutzt du gerne, und ich werde euch die jetzt einfach alle mal zeigen. Viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Ich muss irgendwie lachen. Wie ihr seht, habe ich so einen kleinen Tablett hier. Den habe ich mir von Kik gekauft. Wie teuer war das denn? 1 Euro. Und ich fand die so süß. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, dein Parfüm liegt immer so im Schrank rum. Präsentier mal ein bisschen, wenn hier so Besucher kommen. Weißt du, einfach mal zeigen, welche Parfüms du benutzt. Ich liebe Parfüms, aber ich kaufe mir nie Parfüms. Weil ich bin zu geizig, um Geld für Parfüms auszugeben. Weil die so schnell leer gehen, ey. Und dann 80 Euro umsonst bezahlen. Wollt ihr was trinken? ich habe auch viele geschenkt bekommen. Also eigentlich bekomme ich die immer geschenkt. Ne? Aber ich kaufe mir auch ab und zu welche, aber jetzt nicht so oft. Also ich bin nicht so die sagt, oh mein Gott, ich muss mir jetzt ein Parfüm kaufen. Nee, nee. Ist nicht so. Da gebe ich lieber Geld für Schuhe aus, statt für Parfüms. Aber trotzdem, ne? Auch wenn ich die nicht gerne kaufe, trotzdem muss ich die haben. Ihr wisst, wir Frauen sind so. Das sind halt typisch Frauen. Wer kennt dieses Parfüm nicht? Das kennt jeder. Ich glaube auch, das hat jeder schon mal zu Hause gehabt. Ja, ich liebe halt diesen Parfüm. Bei mir, Parfüm sagt man ja, ja, das benutze ich für besondere Anlässe und das hier benutze ich dann und dann. No go, bei mir gibt es sowas nicht. Ich benutze alles nach Lust und Laune. Das ist auf jeden Fall eine pure Schönheit, wenn man es drauf hat. Und Viva la Juicy! Boah, ich liebe das, aber ganz ehrlich, ne? Nicht wegen Geruchs, sondern hier, wie das aussieht. Ich finde das so geil, das sieht so schön aus, ne? Das riecht auch richtig schön. Das ist jetzt in klein, das gibt es auch in groß, ne? Das heißt, oh, das war jetzt die ganze Zeit so. Das habe ich mir auch schenken lassen. Also habe ich mir nicht gekauft, aber ich finde, das riecht einfach nur wow. Also ich finde, das ist eher halt für Sommer. Das ist so erfrischend, so einfach nur so früchtig, ne? Fruchtig. Das kann man sehr gut im Sommer benutzen. Das Problem ist, ich will euch jetzt über die ganze Geruch. Coco Chanel. Oh mein Gott. Das riecht so geil, ne? Das ist, ich liebe dieses Parfüm. Das kann ich jedem von euch empfehlen. Ihr werdet dann nichts falsch machen. Ich finde aber, das ist schon so etwas stärker, ne? Aber das riecht einfach nur, das ist der absolute Hammer. Guck mal, ist das nicht süß? So pink, typisch Mädchen von Versace Bright Crystal. Riecht auch richtig geil. Ich habe das immer in meiner Tasche und immer egal, wo ich hingehe, wo ich mein Parfüm brauche, mache ich so und fertig. Und Jean-Paul Gaultier. Das kennt bestimmt auch jeder, weil das riecht genauso geil. Ich habe bestimmt gleich Nasenbluten, weil ich so viele Parfüms gerochen habe. Das ist meine Verkäuferin passiert, die neu bei Douglas angefangen hat. Die hat so viel am Parfüms gerochen, dass sie irgendwann mal Nasenbluten hat. Das ist auch so eins. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Sommerparfüm und da ist auch nichts mehr drin. Also liebe Freunde, denkt dran, ich brauche ein Parfüm von Jean-Paul Gaultier. Ab nach Douglas kaufen gehen. Die jetzt alle sich das Video angucken, ihr wisst Bescheid, ne? Emporio Armani. Ja, ist auch hammergeil. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Freundin. Dieses Parfüm ist eher fürs Winter gedacht, meiner Meinung nach, weil es auch so etwas stark ist, ne? Und wo wir bei Armani sind, oh mein Gott, Armani Cine, das muss ich mir kaufen, das riecht so geil. Jetzt habe ich ein Parfüm von Lancôme, Trésor. Eigentlich wird das Lancôme, Trésor. So wird das eigentlich ausgesprochen, ne? Aber ach, oh, wer soll darauf achten, wie alles ausgesprochen wird? Hammergeil, habe ich von meiner Schwester geklaut. Das hat mir gefallen. Vor allem die Flasche gefällt mir sehr. Dann habe ich einfach gesagt, weißt du was?
Abzug, er damit, ab in die Tasche. Zap, zap, da, da, ne? Und die hat das auch gesucht und die hat so zu mir gesagt, ey Berry, wann hast du mein Parfüm gefunden? Ich so, hä, was für ein Parfüm denn? Nein, habe ich gar nicht gefunden und jetzt wird sie mein Video sehen und finde ich super gut. Also ich muss sagen, das ist das erste Parfüm von Lancôme, was mir gefällt, weil ich bin eigentlich so, ne, Dolce & Gabbana, Chanel und Dior und Armani, das sind so eigentlich die Parfüms, die ich immer benutze, aber ich muss sagen, Hammer, geil. Das war's für heute, jetzt wisst ihr auch, welche Parfüms ich mag. Wenn ihr noch etwas über mich wissen wollt, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen hoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, bis bald. Tschüss!